Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Division 2. Wir spielen die Fahndung der Anwerber und wir müssen Cindy McAllister aus dem Air und Space Museum befreien. Und dort sind drei böse Buben, die auf uns warten. Der Bobby, der Barry und der Delgado. Und die wollen also verhindern, dass wir hier unseren Job tun. Der Ranger ist jetzt wieder in Position, in Gefechtsposition. Wir bringen unser Geschütz jetzt hier mal in Stellung. Ja, wo bringen wir denn das am besten hin? Ach, das ist ja cool. Wir könnten das hier oben auch aufs Zelt werfen. Ja, besser ist das. Also, Freunde, dann wollen wir mal die Party steigen lassen. So, wo ist der Feind? Wo ist der Feind? Auf jeden Fall. Ah, hinter uns. Ja, klar. Oh, 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 oh. Oh ja, den dürfen wir nicht unterschätzen. Und weiter, komm, lauf. Ah, weg, 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 weg. Ach was, wirklich? Oha. Oha, da ist irgendwo einer. Nee, da sind... Ah, die sind da hinter der Mauer. Okay. So, wo springt jetzt der andere rum, der uns von hinten in den Arsch treten wollte? So. Area clear oder wie sieht's? Ah, da ist noch welcher. Okay, wusste ich's doch. Ja, dann gehen wir doch erstmal wieder da hoch. Da oben haben wir eine bessere Schussposition, eine bessere Übersicht. Ah ja, er wieder. Für den haben wir doch dann ein paar Raketen. Wenn er doch so frei hier im Felde steht. Dann kriegt er unser Bestes. Einer ist da. Nee, die sind da hinten dran unterwegs. Nee, da ist noch einer. Ah, okay. Okay, okay, ich habe mich geirrt. Jetzt haben wir natürlich eine schlechte Position hier. Nee, der ist anscheinend anderweitig beschäftigt. Da guckt er raus und weg ist er. Ach du Schande, der hat meine Drohne weggeschossen. Hallo! Das gute chinesische Material. Oh ja, jetzt haben wir ein kleines Problem hier. Jetzt haben wir ein kleines Problemchen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Unsere Fertigkeiten sind im Cooldown und ja, ist klar. Ist klar, nee. So, so, so. Wie machen wir das am geschicktesten? Wir spurten mal hier rüber. Und holen mal wieder hier ein paar Granaten. Sehr gut. Ich denke, das haben wir doch souverän gemeistert. Zwinker, zwinker. Okay, da gibt es eine Granate. Da sind wir voll. Das nehmen wir mit, diesen Rucksack. Und dann geht es hier nach unten. Jep. Jep, jep, jep. Wie machen wir das jetzt wieder am geschicktesten? Darüber oder nicht darüber? Springen oder nicht springen? Das ist hier die Frage. Ja, die werden da links wieder vermutlich irgendwo aus der Tür kommen. Da ist einer.
Ja, stehst ein bisschen, ich würde sagen, ungedeckt. So, da kommt nochmal was. Okay, okay, okay. Ja, und er schaut in den Lauf. Mitten in den Lauf. So. Ach, jetzt kommt wieder so einer, oder? So, wie sieht's aus? Sind wir durch? Jupp, hier sind wir durch. Hier sind wir durch. Dann nehmen wir mal das Material mit und dann wird's jetzt wieder richtig interessant. So. Ich überlege nur die ganze Zeit, waren wir nicht in einer der letzten Fahndungen auch hier? So, erstmal wieder aufmunitionieren. Guck mal eigentlich hier rein? Nee, oder? Nö. Oder? Nee, 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 da kommt man nicht rein. Da kommt man nicht rein. Ich glaube, da kam auch noch nie rein. So, jetzt können wir natürlich hier hoch. Und ich habe da ja eine Favoritenposition hier im Air and Space. Falsche Richtung. Wir müssen eigentlich in diese Richtung. Okay, da steht keiner. Die stehen wieder da. Dann gehen wir hier hinten rum. So, was wird da passieren, Freunde? Ich habe mein Geschütz abgesetzt. Das war eine Granate. Ups, warum sehen wir nichts? Warum sehen wir nichts? War das so ein Eigentor? So, komm. So, wo ist denn jetzt mal einer von diesen bösen, bösen Wichtigen? Er auch nicht, oder? Nein. So, da kommen noch mehr mit Sicherheit. Ja, da kommen sie schon. Oh, da gehen wir jetzt mal in Deckung. So, da ist doch der Bobby. Sehr schön. Dann nehmen wir ihn doch gleich mal in den Empfang. Okay, das scheint ihn nicht zu beeindrucken. Aber das scheint ihn wohl etwas zu beeindrucken. Tja, Bobby, ist nicht dein Tag heute, ne? Ja, dann ist ja alles geschwätzt, ne? Sehr gut. Dann nehmen wir das auf. Ich liebe diese Position. Aus erhöhter Position zu kämpfen ist immer von Vorteil. So, Dille. Dann nehmen wir hier wieder mal alles auf. Was haben wir hier? Ah, da haben wir noch mehr Granaten, Raketen. Das Material schätze ich sehr. So, jetzt müssen wir hier rein. Ach, das hasse ich. Ja, das machen wir wieder auf die altbewährte. Anders geht's nicht. In der Ruhe liegt die Kraft, ihr wisst es. Immer Vorsicht walten lassen. Immer schön doucement. Wofür haben wir denn die Kollegen hier? Zack. Ja, komm, schieß mal.
Deswegen. So, springen die da oben wieder rum. Na, da kommen sie runter. Okay. Sind sie da oben? Da oben ist keiner. Da halten wir die Kanister mal in Reserve, falls wir da noch jemanden in die Luft sprengen oder verbrennen wollen. So, wir gehen erstmal wieder zurück. So, damit sind wir einfach präziser. So, jetzt haben wir aber da oben einen. Okay, jetzt kommen sie, die Kollegen von da oben. Sehr schön, dann burn, baby, burn. Gut, gut, gut. Aber jetzt kommt noch mehr, oder? Das war's noch nicht. Ah, die kommen jetzt von der anderen Seite. Agent fordert Verstärkung an. Ja, das kann ich alles verstehen, aber nicht jetzt. Ich bin gerade im Gespräch mit den anderen Kollegen hier. Sozusagen in Verhandlung. Ja, ich habe den Eindruck, wir müssen auf die andere Seite, ne? Es hilft nichts. Okay. Ah. Ja, burn, baby. So, wir brauchen die Luftunterstützung für da oben. Ja, das ist, genau. Wenn man halt ins Feuer rennt, ne? Huch, da brennt's. Da brennt's. Feuerio. Komm weg hier. Wer möchte nochmal? Wer kann noch nicht? Oh, da hinter uns sind auch welche, oder? Oder wie sieht es aus? Ah, da ist noch einer. Ups, jetzt aber erstmal wieder hier. Ja, ja. Nicht bei mir. Ich kann nachladen. Ja, Waffe leer, Flasche leer. Ich weiß es nicht. So. Dann gehen wir hier nochmal in Stellung. Komm, zeig dich. Wusste ich's doch. So, jetzt sieht's doch ganz gut aus. Sehr schön, jetzt sieht's doch ganz gut aus. Jetzt können wir, glaube ich, die nächste Etappe angehen. Und zwar müssen wir jetzt wo lang? Ich glaube, irgendwo hier wieder hoch. Okay. Zack, zack. Ein bisschen hier mitnehmen. So, ich hoffe ja nicht, dass uns jetzt gleich wieder welche hier um den Arm fallen werden. So, da gibt es noch eine Waffenkiste. Ne. Okay, da geht es jetzt den nächsten Stress. Ja, müssen wir das ganze Ding hier durchlaufen oder wie sehe ich das? Ah,
da, das ist nicht ganz so geschickt hier. Ich gebe zu. Unfassbar. Unfassbar, was so Drohnen alles machen. Du bist so berechenbar. So, jetzt kommt aber... Ah, da kommt noch mehr. Ups. Ups, ups, ups. Da brennt es, da brennt es. Möchte niemand die Feuerwehr rufen? Ist das ein Stress immer zum Feierabend hier? Ach so, apropos Feierabend. Tja, da haben wir wieder 17 Minuten hinter uns gebracht und wir sind anscheinend noch lange nicht bei Barry und Delgado angekommen und das heißt, wir machen hier wieder einen kleinen Cut. Das war's für diese Folge hier wieder The Division 2. Wir sind im Air and Space Museum und versuchen Cindy McAllister zu befreien und die beiden Buben, der Corporal und der Sergeant, die stehen unserer Mission wohl noch im Wege und ich sehe es schon, da drin wird wieder ganz schön die Post abgehen. Wenn ihr das sehen wollt, dann in der nächsten Folge wieder hier bei mir auf dem Kanal. Ich bin der Badenfarmer und sage Tschüss, ciao, cheerio. Bis zum nächsten Mal.